Dann machen wir noch einen Redner. Einen Redner, okay. Dann 45 Minuten. Okay. Ja. Ja, bitteschön, Herr Kollege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, die steigenden Strompreise sind ein Problem. Sie sind ein Problem für die Kindergärtnerin genauso wie für den Durchschnittsrentner. Und wir haben 2018 eine Situation gehabt, dass wir 344.000 Stromsperren hatten. Das heißt, 344.000 Haushalten ist der Strom abgestellt worden. Und wir als Linke sagen, das muss ein Ende haben. Stromsperren müssen verboten werden. Aber schauen wir uns die Problematik einmal genauer an. Woran liegt es denn, dass die Strompreise steigen? Da hilft vielleicht ein Blick auf Ihre Stromrechnung. Auf Ihrer Stromrechnung finden Sie beispielsweise die Kosten für den Einkauf an der Strombörse und die Kosten auch für die Gewinne, die die Unternehmen machen. An der Strombörse haben wir die Situation gehabt, dass seit 2010 teilweise die Strompreise gesunken sind. Aber in dieser Situation haben die Stromkonzerne nicht den Schritt gemacht, die Strompreise auch für die Endverbraucherinnen zu senken, sondern ganz im Gegenteil. Nur wenn die Strompreise an der Börse steigen, legen die Konzerne das um auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir als Linke sagen, es ist ein Unding, dass auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher die Gewinne für die Konzerne finanziert werden. 25% machen die Netzentgelte aus. Die Netzentgelte sind die Kosten, die anfallen, damit Strom durch die Stromnetze geschickt werden kann. Und hier haben wir ein weiteres Ungleichgewicht. Im Osten der Bundesrepublik sind die Netzentgelte 5 Cent pro Kilowattstunde teurer als im Westen der Republik. Das heißt, in den Gebieten, wo wir ohnehin schon ein Lohngefälle haben und niedrigere Löhne haben, müssen die Menschen noch viel mehr für ihre Strompreise ausgeben als im Westen der Republik. Das ist eine Ungerechtigkeit, die abgeschafft gehört. Und in Schleswig-Holstein, in meinem Heimatland, haben wir eine Situation, dass wir 150% erneuerbare Energien am Stromverbrauch haben. Aber trotzdem ist es so, dass die Stromkunden in Schleswig-Holstein verglichen beispielsweise mit Stromkunden im Saarland jährlich 200 Euro mehr an Netzentgelten bezahlen. Das heißt, die Stromkunden in Schleswig-Holstein werden dafür bestraft, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Auch das gehört beendet, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und vollständig. Zudem bezahlen über die Einkommenssteuer einkommensschwache Haushalte Subventionen für die Großkonzerne. Wie funktioniert das? Sie alle haben auf Ihrer Stromrechnung den Anteil für die Förderung der erneuerbaren Energien ausgewiesen, die sogenannte EEG-Umlage. Von dieser EEG-Umlage bezahlen aber nur 75% der Stromkunden bezahlen diese EEG-Umlage. Mehr als 2000 Unternehmen sind von dieser EEG-Umlage ausgenommen. Das heißt, 6,5 Milliarden Euro, diese Ausnahmen für Großkonzerne, werden auf uns alle umgelegt über die Strompreise. Das heißt, durch höhere Strompreise werden die Gewinne der Konzerne finanziert. Auch das muss beendet werden. Die Industrierabatte können zu einem großen Teil gestrichen werden, und dafür setzen wir uns ein. Und es war eine gesellschaftliche Entscheidung zu sagen, wir wollen die Energiewende, wir wollen raus aus der Atomkraft, und ja, wir müssen möglichst schnell raus aus der Kohle. Und deswegen bildet sich über die EEG-Umlage die Energiewende direkt in den Strompreisen ab. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, Kohle und Atom würden nicht gefördert. Aber weit gefehlt. Die Subventionen sind direkt staatlich, und sie sind versteckt. Sie bilden sich eben nicht in den Strompreisen ab. Und hinzu kommen zusätzliche Kosten für Gesundheit, für Umwelt, für Nachsorge und selbstverständlich auch für die sogenannte Endlagerung
der Abfälle des Atomstroms, von denen wir wissen, es gibt keine sichere Endlagerung. All das wird auf uns Stromkunden umgelegt. Und wir müssen ganz klar sagen, die wahren Preistreiber sind nicht die Erneuerbaren. Die wahren Preistreiber sind die fossilen Energien. Wir als Linke schlagen ein Konzept für sozial gerechte Energiepreise vor. Wir sagen, Kohleausstieg machen, erneuerbare Energien fördern, die Subventionen für die fossilen Energien streichen, die Stromsteuer abschaffen und wir sagen auch, CO2 besteuern, um deutlich zu machen, wo das Problem liegt, nämlich bei den CO2-Emissionen. Und das muss sozial gerecht vonstatten gehen. Die einkommensschwachen Haushalte müssen durch Sockeltarife bei den Stadtwerken entlastet werden. Mit unserem Konzept hat die Kindergärtnerin, hat die Pflegekraft, hat die Rentnerin schließlich mehr am Ende des Jahres. Das sind gerechte Strompreise und nicht das, was hier von der FDP vorgeschlagen wird. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt ein Antrag der AfD-Fraktion vor zur Geschäftsordnung, nämlich die Sitzung um eine Stunde zu unterbrechen.